Leiharbeiter gehörten jahrelang zu den Schmuddelkindern des Arbeitsmarktes. Schlecht bezahlt, kein Kündigungsschutz, Arbeitnehmer zweiter Klasse eben. Aber das sollte sich ändern, mit Mindestlöhnen und strikten Kontrollen der Branche. Das hört sich alles ganz gut an und es schien auch so, als ob das Thema Leiharbeit für uns kein Thema mehr sei. Gefunden haben sie eine ganze Reihe mieser Tricks einer Branche, die offensichtlich immer noch nichts dazu gelernt hat und die von niemandem so richtig kontrolliert wird. Kochen ist seine Leidenschaft, auch als Leiharbeiter. Andreas Woll macht das seit Jahren. Dank Tarifvertrag bekommt er eigentlich sogar einen ganz ordentlichen Lohn. Eigentlich. Den Hungerlohn, den man da kriegt, sehe ich das nicht ein. Das ist sein Arbeitsvertrag mit Randstad, dem größten Leiharbeitsunternehmen im Land. Gefordert war eine Kochausbildung, bezahlt wurde er aber nur als Hilfskraft. 20% weniger, als ihm laut Tarifvertrag zusteht. In seinen Unterlagen entdecken wir noch mehr. Randstad hat ihm zu wenig Fahrtkosten gezahlt. Nur halb so viel wie sonst üblich. Der größte Trick aber, Wolls Arbeitsvertrag läuft nur über 4 Stunden pro Tag. In Wahrheit musste er oft viel mehr arbeiten. Damit spart Randstad richtig Geld. Und zwar bei Urlaub und Krankheit. Wie man ja sieht, habe ich ja mehr Stunden im Monat gearbeitet, als überhaupt in meinem Vertrag drin steht. Ging es aber mal darum, dass man mal einen Tag Urlaub benötigt hat oder man war krank, hat man nur diese 4 Stunden bezahlt bekommen. Wenn er nachfragte, sagte Randstad immer, alles sei in Ordnung. Doch insgesamt hat er durch Randstads Abrechnungen wohl weit über 1.000 Euro verloren. Nicht Randstad wirklich im großen Stil das Recht? Bringt tausende Mitarbeiter um Lohnansprüche? Auch eine frühere Mitarbeiterin sieht das so. Sie hat die Leiharbeiter für das Unternehmen eingesetzt und man weiß, dass man irgendwo nicht fair agiert, wenn ich dem Mitarbeiter seine Freizeit ausgleiche, sein Urlaub, sein Krank mit dem normalen Stundenlohn vergüte und nicht mit gegebenenfalls einsatzbezogenen Zulagen. Dann wird das am Ende des Jahres meinen persönlichen Bonus in die Höhe treiben. Höherer Bonus dank mehr Gewinn durch Lohnprellerei? Randstad weiß das weit von sich. Es geht. Und die Kontrollbehörde? Die Bundesagentur für Arbeit schaut einfach zu. Im April hat sie Randstad geprüft. Unternommen hat sie aber nichts. Mit uns sprechen. Ein Interview gibt man uns nur ganz allgemein zu Prüfungen. Wir prüfen im Rahmen dessen, was gesetzlich erforderlich ist. Und wir handeln, wenn erforderlich. Das reicht von Auflagen bis hin zum Widerruf der Genehmigung. Strenge Aufsicht, harte. Welche Qualität diese Prüfungen haben, zeigt dieser geheime Prüfungsbescheid über ein weiteres Unternehmen, der Monitor vorliegt. Bei einer ostdeutschen Leiharbeitsfirma haben die Prüfer gleich mehrfach Verstöße festgestellt. Zu wenig Lohn, zu leicht gekündigt und, und. 42 Verstöße. Tausende Euro wurden den Mitarbeitern offenbar nicht ausgezahlt. Vieles waren Wiederholungsfälle. Sanktionen oder Auflagen? Nein. Die Arbeitsagentur lässt die Leiharbeitsfirma einfach so weitermachen. Inzwischen hat die Bundesagentur Steigerwald sogar eine unbefristete Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung ausgestellt, obwohl etliche Verstöße nicht ausgeräumt wurden. Steigerwald redet nicht mit uns und auch die Arbeitsagentur will sich dazu nicht äußern. Sie brauchen mich zu konkreten Unternehmen nicht fragen. Ich will Ihnen nur sagen, ich kann Ihnen keine Auskunft geben. Hier müsste die Bundesagentur einschreiten. Das darf nicht hingenommen werden. Und wenn die Bundesagentur nicht dazu in der Lage ist, hier einzuschreiten, dann muss eine andere Behörde dafür zuständig gemacht werden. Das Recht lebt davon, dass auch sanktioniert wird, denn das führt zu Verhaltensänderungen. Und hier fehlt die Verhaltensänderung, weil es keine Sanktionen gibt. Es ist nicht in Ordnung, wenn Menschen für die gleiche Leistung im selben Betrieb dauerhaft ungleich bezahlt werden. Wir gewährleisten damit, dass die Zeitarbeit nicht mehr als Drehtür zur Absenkung von Arbeitslöhnen und Arbeitsbedingungen genutzt werden kann. Wir werden auch weiter dafür garantieren, dass es einen Missbrauch der Zeitarbeit in Deutschland mit uns nicht geben wird. Danke. Das Entscheidende ist, dass Zeitarbeit eben auf die Dauer eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt bietet. Heute sehen wir, dass diese Brücke noch nicht sehr breit ist, sondern sich da noch einiges verbessern kann. Hunderttausende Niedriglöhner werden wie Jens Petzold und Andreas Woll in die Leiharbeit vermittelt. Das ist politisch gewollt. Doch man lässt die Branche einfach machen.
Seltene Prüfungen, kaum Beanstandungen, keine Sanktionen. Kontrolle stört wohl nur.